Jetzt fällt doch, du, geh doch mal runter. Bis wir noch das Ball getränen, du, die Pipquap. Alles durch, kein Regen, alles verbrennt. Hey, lieber Mann, es geht doch nur um Woche. Fies, frisch und treu vom Winter. Da kann ich aber keins verkaufen. Da geht doch kein Teufel mehr, bis Vieh. Was könnte, da muss ich aber unbedingt den Stall vergrößern, wenn ich das Vieh im Moment bei denen behalte. Aber etwas vergelten. Ja, fehlt doch, geh doch runter. Wie ist das mal getränen? Fehlt. Das kommt schon immer so hochstehen, wo die Pick war. Adrian, ja. Was steht dann hoch? Ja. Ich war schon nicht schon wieder gemäht. Was denn? Weil du warst schon froh gewesen, ne? Damals ja. Noch was hoch. Also da, der Bauernmeter, da wird nicht runtergehen. Oh, nur der Bauernmeter. Wenn ich das gewesen hätte, hätte ich mich nicht so gedummelt. Verbrecht hat doch nicht so viel geguckt. Ja, ja. Nur mal der Blümchen, die Zwillingsbruder, wo da oben drüber am ersten Stock waren. Der lässt unser Herrgott und guter Mann sehen. Der lebt es 100 bis 1000 völlig. Ja, ja. Und Geburt mal da ein Bild, ja. Und verkauft es. Der ist immer gut gelust und pieft und singt den ganzen Tag. Ja, ja, ich gesehen, der gefällt er wohl besser als ich jetzt. Ja, da konnte aber schön schwätzen. Freude, schön Bäume werfen. Und ich tue mal Diebel und da und nach dem Hof, um Hof schlafen und der in der Sitz verklemmt in der ganzen Familie. Das ist schon ein Blümchen, sein Deel. Und der ist noch jung gesehen, der konnte ja schließlich machen mit seinem Deel, was ihm gefällt. Das ist ja schon gut. Aber. Ja, Ketti, 100 Kronen. Ja. Ist das nicht ein Silvermond, der Bonki, dem sie Bu, der Inuit, wo jeden Tag Marie Blumen bringt? Ja, ja, ich meine. Der hat Spaß an dem. Das wäre so eine Affäre für uns. Da könnte man vielleicht ein Billy anbringen. Da könnte man den Stall vergrößern. Da könnte man das Jungvieh immer wenn er behalten geht. Das ist ja wirklich. Na, da trug man einen Summer. Das Vieh handelt jetzt ja gar nicht so gut. Weißt du was? Ich habe im Sinn, die ganze Familie, ein bisschen Madame Silbermann und der Buh, ändert etwas Nahtes. Was Menschen tun dafür. Tja, ich weiß aber nicht, was Menschen, was der dort jetzt zu sagen. Und ich weiß nicht erstmal von Emily Kinder einen guten Buhr machen. Weißt du, der ist schon doch ein bisschen klein im Kopf. Und Mensch du, es machen wir gerade so zufrieden. Ich mal mit dem sie leben so machen. Das müsst ihr bestimmt durch zufrieden. Jo, was haben wir schon gesehen? Ja. Ah, du willst die gute Arbeit nicht laden? Ja, die laden ja gute Arbeit hin. Aber wir haben ja die doch nicht geregelt. Aber wenn er wenig, dann habe ich noch viel Ärger. Ja, ja. Papa? Ach, Marilene, ja. Ich gehe komm in die Box holen. Marilene, ich gehe baden. Du sagst mir. Ja, ich gehe baden. Ja, du sagst mir, mit wem? Ich bin Jamie. Oh. Jami. Na sicher, der Jamie, der hat doch früher in Lise kennengelernt. Ja. Und vor warum? Wir haben uns wieder getroffen, da vermittelt. Und gut, mit dem schönen Wetter von mir vor, war das okay. Ach so. Da hast du nichts zu sagen. Du, Marilene, ja, ich habe gehört, wie es baden geht. Ja? Sag du mir mal, was modern ist, für Badeanzug. Guck mal, Bikini. Oh, will ich noch probieren, Oma? Ja. Ja. Dann seh dich ja nicht aus. Ja. Ey, du, Marilene, wenn ich jetzt alles noch hinpasst. Was nicht hinpasst, hängt einfach drauf. Und die Buchse? Kannst du die Buchse wohl anziehen? Diese mal. Oh, nein, Gottes Willen. Ey, wenn ich die da ansehe, die sieht man ja gar nicht, das ist der Wert. Ich geh nach Mobil, wo ich noch mal Buchse gehe. Warte, oh, Oma. Was ist schon da? Aber so denke ich, auf England zu gehen. Ja. Was, Mama? Du warst schon auf England? Ja. Eigentlich wenden. Im Pierre in die Compagnon. Ach so. Da reist du wohl fast zwei Personen, vier da auf England. Und da gehe ich mit. Ja. Hoffentlich hat er euch zwei Zimmern gewonnen. Wenn du spinnst, wo du gehst, wie Zimmern. So etwas nicht geheiratet.
und im nämlichen Zimmer schlafen. Hoffentlich sind da nicht zwei Betten drin. Oh, Adrian, wir sind doch alt genug, wir wollen doch keine Erlaubnis besorgen. Und weißt du was? Du brauchst ja auch schon. Ich hab Räder schimmel. Ich will da mal vorne. Der Kerl, wo jeden Tag Blumen bringt, Frau Marilyn, ist das nicht ein Bronke Silbermann im Buch? Ganz genau. Ja. Das ist ein braver Buch. Aber weißt du, der nimmt den ganzen Liter auf jeden Etage, weißt du? Ein bisschen. Mama, jetzt gehst du mal zu Marilyn rufen. Da darfst du so ziemlich schnell daherkommen. Da muss ich noch allerhand beibringen. Die rufst du mal. Gut so, ich lasse. Papa, du machst, als musst du da kommen, was ist schon los? Ja, Marie, ich bin mal froh. Der Kerl, wo dir jeden Tag Blumen bringt, wer ist denn das? Der Simpel, der Emle Simpelmann. Ja. Ah, na, wenn ich den Nummer gesehen, da stelle gehört, ich bin mir am Kopf. Jeder mit Kriosch. Und ich muss da jetzt sagen, ich nicht mal hat er mich gefragt, ob das weich ist, dass du euch die Kinder bringst. Oh, will ich aber nicht. Will ich das sagen? Muss er doch sagen. Das Emil ist doch ein anständiger Buch. Und Lea, und für dich, das wird doch so schön die Partie für dich. Du weißt, sein Papa hat eine gute Situation mit. Lass der Emil anständiger Buch sein. Und weißt du was, ich bin 20 und alt genug, um mir selber ein Leberbarus zu suchen. Marilyn, so. Ich muss doch sagen, jetzt habe ich den Silbermann, Sie müssen Silbermann und die Frau und der Emil eingeladen, was naht das so gut. Ist egal. Dann denke ich, dass du ein bisschen nett mit dem wirst. Weißt du, und wenn du besser kennenlernst, das ist doch, das wird doch ein schönes Pärchen für dich. Das ist ein sehr gut gesogener Bogen. Papa, und David hat ihm jamais versprochen, mit ihm ins Kino zu gehen. Ja. Und so mach ich. Und du musst gar nicht auf mich zu sehen, von dem Emil, da faxen sie mal. Geht ja nur mal weg. Ja, Patty. Ja? Du gehst schon so schnell schon wieder hin. Ein so Blümchen da noch. Schon wieder? Ja, der malt doch mein Porträt. Hey, komm mal daher. Wunder, du hättest sagen. Gut, Orbe. Wenn ich die Müsse von einem Silbermann und der Buch Ingela, was naht das? Jetzt gehst du mal das weiß gehäkelte Tischtuch holen von der Oma. Und dann gehst du auch die Silberkabel und Messer von unserer Roti, weißt du? Okay. Auf den Spiecher holen. Du machst den dichten Tisch. Dann gehst du noch schnell in den Garten ein paar Blumen abschneiden. Und dann gehst du auf den Spiecher wieder. Dann holst du die vergoldenen Kerzenständer auf den Tisch machen. Dann holst du noch schnell so dicker Brot aus dem Congelator. Und wenn du noch siehst, dann holst du noch schnell ins Geschäft ein paar Lade Kaviar-Käfe. Und dann stellst du noch ein paar Butelle Champagner ins Frigo. So, jetzt geht es. Ich habe noch alle Hand der Erde zum Stollen. Ja, aber ich bin aber erst noch nicht. Aua, wow, Adrian, da wird uns oben der 8 Lucht entsetzen. Bonjour, Madame Grillo. Bonjour, wie geht's eigentlich? Bonjour, es geht. Ich such's Marilyn. Dann soll ich nur baden gehen heute Mittag. Ah, Marilyn? Marilyn, ja. Mhm. Ja, und? Dann soll ich baden gehen. Wo ist dann das jetzt? Ich weiß nicht. Du, Jami. Dich haben wir aber schon lange nicht mehr gesehen. Oh, du warst schon lange nicht mehr da gewesen, gell? Ich war fast 7 Jahre weg. 7 Jahre? Ja. Ich war in der Veterinerschule. Ah. Als Veterinärslehrer. Und jetzt habe ich mein ganzes Diplom gekriegt. Und jetzt bin ich Veterinär. Aua, wow, bravo, da darf ich schon gratulieren. 7 Jahre Veterinär, fein. Ja, aber, Madame Grinhoff, schon viele Frauen sind da, die sich strickum bin. Da sehe ich jeden Tag so Kerl da herkommen. Die Blumen. Ja, ja. Sind die Blumen fast Marilyn? Jo. Ja, ich könnte Marilyn auch Blumen schenken, aber ich verdiene ja noch kein Geld. Ich bin noch nicht installiert. Mach da nicht raus. Der bringt Marilyn Blumen. Aber Marilyn wird ja gar nicht wissen fallen.
Aha. Und weißt du was? Ich mess Marie oder Onara in der Nase. Nee. Ja, ja. Ich muss jetzt gehen. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Jetzt fühle ich mich viel lichter. Oh, Schatzi, du bist da. Oh, mein Gott, sie nein. Miau, miau, miau. Da geht's dann. Sehr prima. Gehen jetzt mit Baden? Ja, Oma. Ja. Aber da kann ich nicht mehr gehen durch, nur ja. Da hinten nehmen wir der Pissi noch nicht gesehen durch die Boutique. Ja? Da gehe ich mal so Mai und Mai Käfer, wo man gewiesen durch. Ja, genau. Einer, wo alles hingeht, gell? Ja, 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 ja. Du, da bist der Pierre von der Socke. Wärst du noch gesehen? Ich geh mich schnell im See, da geh ich noch nicht neu, gell? Ja, 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 ja. Ich schnell. Ich meine Bikini. Von dem her der Hochdruck. Du, Jami, weißt du, ist der Oma auf London gibt im Piali? Ja, das habe ich gehört. Das gehört? Und die will sogar noch Englisch lernen. Ja, das hat man vorher gesagt. Wir haben ein bisschen geschwätzt. Dann hat sie mal gesagt, ja, du weißt ja alles. Wie sieht man dann, ich habe nicht gehört auf Englisch? Wie sieht man dann? Das weißt du ja. Na? I love you. Ah, so wird er hier, wie aber der saß man nochmal. I love you. Oh, wer schenkt uns? Was macht er hier? Bonjour, Marie. Oh, Inde. Schon wieder gekommen. Blumen, oh, die schönen Blumen, oh, an. Blumen, die wären so schön wie du. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo dahin, mit den ganzen Blumen, nur da, wo du mal trinkst. Da holst du die Blumen und dann machst du sie in den Vas. Und dann ja, holst du ein bisschen Wasser und dann machst du sie in den Vas. Und dann ja, holst du den Vas und dann stellst du auf den Tisch. Und Marie, Blumen, wie das musst du. Ich bin so schön wie du, Marie-Le. Ich schon jetzt, kennst du, ich bin jetzt baden mit den schönen Wellen. Baden? Ja, ja. Oh je, das ist aber sehr gefährlich. Da kennst du noch versaufen. Oh, Marie-Le. Geh noch, ich kann gut schwimmen. Ah, schwimmen? Da passiert doch gar nicht. Ach so. Ja, ja. Kannst du ruhig schwimmen? Nee, ich hab doch nicht die Gelegenheit gehabt. Mein Papa, der hat immer so mal gesagt, du gehst mal nicht ins Wasser, bevor dass du schwimmen kannst. Ja, so hat mein Papa gesagt. Ja. Das müssen ja die Hähner lochen. Also? Schwimmen zu lernen, muss man ins Wasser gehen. Ja. Aber in dem Fall, 2-3 Wochen nicht. Mehr 2-3 Jahre. So lang. Was sie lehren. Was sie lehren, ja. So lang. Aber oh, wieso wünscht ich euch? Könnt ihr euch schwimmen? Correspondance. Das habe ich an der Telle gesehen. Man konnte sich inschreiben und schwimmen lernen par Correspondance. Oder par Internet. Wie ist der? Internet. Vergesst den. Aber wenn ich mich mal lohnen muss, bei der Internet. Frech die Papa? Der hat ja sicher Computer, ne? Ja, mein Papa, ja. Frech die Papa, der kennt die Adresse. Ja. Komm, mehr gehen. Komm, mehr geh schnell. Aber Marie, pass nur gut auf. Ich pass schon auf, ich kann auch gut schwimmen. Kommst wieder, wenn du schwimmen kannst. Ich könnte gerne mitgehen, gell? Ja, ja. Kann ja nicht schwimmen. Jo, jo. Aber bis nächstes Mal. Pass auf, Marie. Ja, ja, kein Problem. Ich darf jetzt baden. Und was soll ich da jetzt mit meinen Blumen machen? So, schnell, eben los, komm gut. Ah, bonjour, Monsieur Emily. Bonjour, Monsieur Grie. Und dann habe ich gerade über Papa angerufen. Ah ja, mein Papa, ja. Ist alles ausgemacht. Ja. Gut, Arbeit kommen ja alle hier so aus. Die Papa, die Mama und du, was ich nicht darf. Warum? Da muss man allerhand noch ausmachen jetzt. Ja. Und ich bin da gerade froh. Ich will euch gerade froh. Und hier schon das Marie gut gesehen. Ja, ja, ich habe gesehen, aber ziemlich schnell. Ja. Das will viel wissen, ja. Wenn man das wird beim Baden. Und das ist doch so gefährlich, gell? Gell? Du, darfst ja du so richtig sagen, gell? Ja, ja. Du musst mehr Unternehmung geistern mit dem Horn. Du musst dich doch nicht so genieren mit dem. Ja.
Du gehst sicher an der Tele, in den Filmen, wie die das machen, ne? Aber mein Papa, der hat gesagt, ich darf keine Filme so hallo. Was hat mein Papa gesagt? Himmel, ich muss mal sagen, du musst aufpassen. Am Hemmer schnappt dann auch noch was weg. Ja, ich weiß, aber wenn ich nur Kind schwimme. Ja. Ich kann ja auch nicht schwimmen, hat auch eine Freude von. Ja, also 2 Jahre haben sie gesagt. Oh. Haben sie es nochmal gesagt. Ja, also, nee. Und dann muss ich noch bei der Erkerne. Aber ja. Ist doch egal. Da komme ich halt oben durch mit ja. meinem Papa. Gell? Ja, und so geht 8 Uhr. Ja. Ja, da haben wir sicher erwähnt, ja, sein fertig. Ja. Und da komme ich dann durch mit meinem Papa. Gell? Ja, Himmel, ja. Du sagst, du kommst mit dem Papa. Ja. Kommt die Mann am Silbermann? Die Mama nicht mit? Ah, nee. Mein Papa hat gesagt, wenn die nicht dafür ist, Männersach. Und Frauen, die müssen daheim bleiben. Ja, aber so hat mein Papa gesagt. Aber dann kommst du mit dem Papa. Ja, ja. Aber jetzt halt auch. Ja, okay. Komm mit dem Papa. Was, Mama? Picknick machen? In den Eltern auf der Bodenhucke? Ihr zwei allein am Winter die Leer, wenn du spinnst. Adrien, früher im Krumperstück haben wir euch da geguckt. Und gestern wurde niemand nicht gesagt. Und Kinder sagen, wusste ich auch schon. Guck mal, ich habe Decke gepackt und ein Kissen. Und du hast gut schon alles da in der Tasche. Ja, oh Mama, ich kenne dich gar nicht. Wie alt bist denn du? Ich bin, es steht jünger wie du, aber im Kopf bist du. Bestimmt ich euch eng im Kopf bin ich. Ja? Und ich gehe dann mal sagen, ja. Solange der Dorf gelebt hat, ja. Geht. Und ich gebe auch für der Witter. Mhm. Und jetzt, wo ich will, schiebt er das gut hin an die Ohren. Lass da los gesagt sind. Und jetzt kann ich ab in ein bisschen und neuer Bitten. Ah, Bitten. Ja? Ich kenne da Luft, der Pox und Blümchen dran. Oh, ich konnte euch da aufbauen. Ja. Was ist da drin? Hat nicht gewusst. Das ist ein Plakat. Ja. Aber der Stelit soll ich sehen, wo sie muss ich hingehen, bei der Dornschule gehen. Dornschule? Ja, ja. Da bleibt sie und ich, wir gehen die Dornschule aufmachen da oben drüber. Was will ich da oben drüber? Dornschule hat sie mal aufmachen. Ja, wo war ich die in der Gyrassie? Ja. Da kommen viele hin, wir kriegen viele Kunden. Was meinst du, musst du da bin? Aber ich gehe schnell ein Blümchen sahen. Oh, das ist gut, was ich da jetzt unterbrochen muss. Ohne gefroren, so etwas. Ich meine, der Blümchen, der spinnt, aber knall. Oh je, aber jetzt gibt es doch Balli raus, da oben drüber. Ein Himmelwetter. Kein Strom. Und mir bin bitte Grenef eingeladen. Ach, Gnadessen, wo von der Nine dafür. Ja, ja. Im Leben auf, es ist nicht ein Rimbier. Nee, nee, Papa. Was doch auf, im Leben. Kann ich ihn jetzt wo mit hinholen? Kannst du nicht gesehen, Papa? Ja. Endlich ist die Mama nicht gekommen. Ja, ja. Die, wo ihr so Angst hat, wenn es naht ist. Oh, yeah. Überhaupt, wenn es noch kein Strom da ist. Ja, ja, der hat recht gehabt, dass er nicht mitgekommen ist. Oh, Emily, nun mal da. Ja. Der Greenhof. Das bin ein feines Lied. Nun mal, wie die so schön den Weg fließen. Da muss man mal gehen. Ja, Papa, da geht man ja aber zum Blümchen. Nee, Emily, komm da, geh mir noch. Nein, Papa, da geht man ja zum Blümchen. Kein Wort mehr und komm mir noch. Da geht man ja zum Blümchen. Mich der Haselot, mich nicht betrolle, das kriegt mein Alter. Mein armer, na unschuldiger Emle, mein guter Bo, der so so
verderben. Was geht doch der machen, wenn er Anna liebt, wenn ich nicht dabei bin? Oh, wenn die nicht dafür herkommen sind. Und da habe ich vergessen, Pillen zu machen. Oh, wenn die nicht dafür herkommen sind, gesagt, gehen sie. Ah, da spielt sich alles aus, wir kennen die nicht dafür. Da läuft, da muss ich aber mal lohnen, was die da oben hantieren. Ich weiß nicht, das geht mir so komisch vor alles. Oh, mein armer Emily. Jesus, was muss schon du mitmachen, einer sicher. Na, na, ich gehe jetzt da los. Und wenn die heimkommen und Hut naht oder muss mein, aber da roppelt's, mehr ist die nicht gedacht. Jetzt geh ich da nur flohen. Was will er? Na ja, gut. Na gut. So, Prost. Prost. Verlobung. Ah, der Strom ist wieder da. Aber wer ist die kriegt die? Verlassene Kehr zu brennen, gell? Ja. Ist schon mehr intim. Ja. Oh, Blinch, ja. Ist das gute Schäler da? Mit der Verlobung feiern? Oh, Blinchen, ist das eine Überraschung, wenn. Aber das hat doch schnell gegangen. Ich bin ja so glücklich, Blinchen. Ja, Prost auf die Verlobung. Prost. Nein, Kamera, das geht in gute Stimmung. Und der schöne Ring, den du mir geschenkt hast, Blinchen. Wenn ich auch schon, du Sieger, aber deine gekäfen. Nee, Gretli, ich habe ja immer einer daheim. Und du nie wissen gell. Ja. So, welche? Die Verlobung, das war doch ein guter Weg. Ja, du. Die École de Danse, ja. Das war doch eine gute Idee auch. Ja, du welche? Und die Verlobung. Ja, ja. Das auch ich, und welche? Die Verlobung. Die geht ruhig. Du kannst smart du aber gehen. Ja? Ja, so. Ja. Doch, bitte. Ja? Komm, mal trinken noch einen Schluck. Warte, ich schenke dir noch ein bisschen. Ja. Oh, sie ist nicht mehr in der Flasche. Ich kenne noch eine Flasche holen, Blümchen, ne? Bonjour, Monsieur Krenov, denke ich. Ja, ja. Ich bin der Bankdirektor Albert Silvermann. Ja. Und da ich bin Bu Emily. Bonjour. Emily, sag dem Monsieur Schien, bonjour. Alles muss man so heischen. Emily, alles wohl jetzt. Ich bin hier hinten, wenn du es wohl nicht hältst, ich bin jetzt direkt heim. Wenn fremd hier liegt, schwätzt man nur, wenn man etwas gefroht wird. Guck ich da hin und hey, what me? Monsieur Greenhoff, ja. Die Taschenlampe, na ja, jetzt ausmachen, ist schon der Strom da. So, ja. Monsieur Greenhoff, ja. Können wir ja mir mal auf die Affären kommen, wo wir uns auch wieder da ausmachen. Wie haben die mal gesagt am Telefon? Mein Emily, der hätte über meinen Kopf verdreht. Ist das da, wo ihr will verkräsern und anrufen? Pardon, ja. Ich besuch! Ja. Ach, das ist über meine, denke ich. Emily, stell mich vor, der gibt dem Meidl einen Kuss. Das ist aber der
von der dauernden Schule. Mamsel, er muss mich entschuldigen. Er ist schon so timid. Aber es ist kein schlechter Buch. Er wird es gleich kapieren. Am besten, er fangen mit Arbeit schon an. Was? Mit Arbeit anfangen? Ja. Hat er noch nie probiert? Das ist der und probieren. Der meint ja heute mit ein paar Blumen gezlungen. Alle Emily, jetzt gehst du dem Meinten mal einen richtigen Kuss. Und also nicht, dass wir euch noch wiesen. Und schwätze mir mal doof an den Vergrößerungsarbeiten, die ihr wieder machen. Vergrößerung? Ja, und am Telefon gesagt haben. Doch? Ja. Aber, oder, wie ist noch? Und richtig, Mensch, läuft noch. Ich bin schon noch groß genug. Am besten gehen wir hin, Kinder wie Schwiesen. Gehen wir selber los. Komm, Schwiesen noch nicht. Komm mal mit. Ah, da wird an, wo ich wieder hennen. Ja. Ich hab gesagt, du spitz, weil die Ochse auch stoll vergrößt sein. Das musst du hennen dran sehen, nehme ich. Gehen wir mal um. Oh, die haben ja Kerzen da an. Das ist schon ganz intim Dinges da. Und die Wesen wie machen, für die Männer zu verfehren. Und die sensuelle Musik, wo man da hört. Oh, oh Emily, mein armen, unschuldiger Engel. Was muss schon du und alle Bett machen? Oh, oh, je. Und ein Bett haben sie da noch. Das, Dalla. Das ist schon ganz normal, in so buttig da. Ja, ich, dummi Tatsch, haben gesagt, wir gehen über deine Dache. Da, da haben sie deine Dache. Seh, da höre ich jemanden. Ich muss mich ja jetzt verstecken, ich kenne es nicht. Anna, die Schuhe darf ich ja nicht aussehen. Die gesehen, ob ich jemand da ist. Ja, das ist meine Mutter. Aha. Aber vom Essen haben sie fast nicht recht gelöst. Komm mal los. Gar nicht, nee. Aber das Geschirr haben sie euch nicht gewäscht. Das ja, mache ich nicht. Und hörst mal die schöne Musik da. Den Onkel, der Blümchen, der weiß, wie man mit der Freude muss machen. Aber du, wie wär's doch mit der schönen Musik? Geht mal so slow tanzen. Was nicht? Jetzt viel Lust dann. Komm mal da oh, her. Das wird ja so nett. Marie, denkst du nicht, dass die Papa weiß ist, dass du nicht mit ihm der oft herumhast? Gar nicht, Jan. Sowieso, ich bin 20, ich mach, was ich will.
Und wisst ihr, was findet ihr? Und nicht der eine Dodel da, wo der Mann will aufhängen. Oh. Die Kupplerei da, da bin ich schon ganz dagegen. Da. Hast du gesehen, wie der mich mit mir macht? Das ist das schönste Ort von meinem ganzen Leben. Aber dann hast du aber noch nicht viel gehabt im Leben. Die Arbeit ist noch nicht fertig. Aber wird so schön wieder. Können wir nicht noch die Natur noch gehen? Es ist doch, so warm doch, und so doch, schön. Geh, komm. Komm, ich schau's mal gehen. Oh je. Schau, ich da geschwitzt. Aber das da ist aber ein ganz junges Ding, wo mit dem Kerl da war. Oh, du, mein lieber Emily. Mein guter Bo. Wo sitzt der? Wo? Was mich der? Was musst du einem Bild machen? Der, wo daheim, wenn die Tele an ist und ein Film gesieht, wo ein Mann und eine Frau sich verkissen und eine Frau sich auf den Bus sehen, dann dreht er sich ja immer hin. Oh. Na, ist das da etwas? Oder kommt das schon wieder? Oh, excuse mich. Oh. Ich hab nicht gewusst, dass der Blümchen Besuch hat. Ist der Blümchen nicht da? Blümchen, Sanja. Ich habe mit der Bimmer im Greenhof. Aber genau, Greenhof. Der Adrian Greenhof. Und der Blümchen, das bin ich Bove. Zwei Bove. Und der Blümchen, das ist Adrian, der Zwillingsbruder. Der Blümchen hat sein Atelier da. Das geht ein großer Künstler. Der wird berühmter wie der Van Gogh und der Picasso. Das ist ein Maler. Ein Maler? Ist das der, wo die hässliche Frotze gab? Von dem habe ich noch nicht gehört und nicht gesehen. Er kennt Wolfenrevue. Noch nicht, aber das kennt man dann. Das kennt. Aber Madame, sag mir mal, warten Sie auf jemanden da? Es ist auf jemanden warten. Aber ich geh's aber mähnen. Ich warte auf meinen Mann. Und der hat mit Bob weggeschläft. Ich weiß ja nicht, wo sie da im dümmersten Sinne was versimmern. Aber die werden ja bisher, wenn die zurückkommen. Mit, ich hab mir daher bei Musik nicht gemeint. Da die aber, ist die, man hört nicht mehr. Aber ich weiß nicht. Die Kursus hat die deine Hut schon angefangen. Ich habe mit Moor, ich erst die Inauguration. Verstehe ich euch nicht mehr. Ist das erste Mal, wo die da herkommen? Waren die in der Chor essen kommen? Der Chor? Wir kommen dann vernünftig, froh, der Chor sind keine so buttig da. Das ist so schon. Aber ja. Von meinem Teil hätte ich nicht da gehen, wenn mich Pferde können in so Kursus da kommen. Kursus? Von ihr gesagt, Kursus? Ja. Aber wart, mi Menschi, wenn du heimkommst. Für mich hat er nie gesit. Und wenn er sit, dann ist er jamais durch den Kopf. Arme Freund. Aber ich muss gehen. Ich muss gehen. Aber Madame, ich muss euch noch etwas sagen. Er sagt zu meinem Bruder, Adrien, es der Braten, wir hätten so die Affäre und aufgetan. Na sahen wir so, der Braten, der ist verbrennt. Und der Hund hat mich so einen Busch gekriegt. Weil der die Affäre so den Sinn, die liebt diese Nico. Aber der Hund fragt, wenn der vor. Der hat mich so einen Busch gekriegt, der war froh wie Hund. Aber ich gehe mal dann, gell? Na sahen sie im Adrien, gell? Wenn ihr denn nicht. Wie so ein Busch und der Braten verbrennt, das ist doch mir wurscht egal. Wie so ein Mann. Und da kommt ja schon wieder jemand. Da muss ich ja gucken, das ist ja so heiß da drinnen. Oh, endlich! Oh, Emily!
Wenn wir zwei, wo du gut auf und mal in Diskothek gehen. Eine Diskothek? Ja, was? Oh, ja, war fein. Aber warte eine Minute, ich geh noch jetzt mein Papa fragen. Wie alt bist denn du? Und dann ich will die Papa fragen. Komm, nein, nein, komm. Guck mal, da ist noch ein bisschen Champagner. Komm, schenke schon. Champagner. Hast du noch nie getrunken? Ich habe noch nie die Champagner getrunken. Der Leute ist aber gut, aber wichte. Meine Mama, die hat immer so mal gesagt, man darf den Kindern kein Alkohol geben, sonst bleiben sie dumm. Oh. Du bist schon nicht dumm. Schreib mal noch in. Ja, halt doch weiter. Du bist schon nicht dumm im Leben, na. Das ist aber besser wie die Monat. Guck mal, das ist mir näher zu mir. Erzähl ich da mal etwas. Wie Feuerlöhne. Ja, genau. Oh, Kretelig. Das hat doch niemand etwas zu mir so gesagt. Und so zart. Lieberle, hast du so ein bisschen. Das hat den Zuckloch in die Gänse. Oh, Friedlich. Oh, Emily. Ja, geh jetzt fort. Dann geh mir in der Diskothek vor, dass ich jemand das richtig. Ja, ich ja. Sind ja nicht noch viel so schöne Werte. Ja, geh schnell ab. Deiner Papa braucht jetzt eine Wiese gehen. Ja, ja. Oh ja, jetzt habe ich meine ganze Prüfung bestanden und wenn ich mal installiert bin, dann wäre man schon dicht ein Appartement finden und euch heiraten. Ja. Was ist denn das da oder noch? Das ist ins Griechen. Was machen wir denn da? Ich kenne ja gut das Haus, das in der Chambre d'Ami schlafen. In der Chambre d'Ami? Da sind wir ruhig. Ich stehe hinten niemand im Bett. Da kontrolliere ich mich, ja. Ja, Nummer 2. Und was meint, werden wir schon etwas erfinden, bei unseren Eltern aufzugehen. Oh. Ich kenne ja gut das Haus. Hey, da geht schon wieder in die Hehe, nur die Pimpf. Jetzt haben wir sie mehr wieder gehabt. Hat geblitzt und gekrocht, aber hat kein Truppe gerät. Ja, und den Besuch ist gar nicht gekommen. Hat die Dinge dafür. Ich freue mich, wo der Silbermann und Sibu sich verloren haben. Wenn die jetzt kommen wäre, hätte ich jetzt mein Geld. Wir hätten die Meile gut gesetzt.
Je, fällt du, Tämmel du. Was hat denn so gemeint? Bonjour, Monsieur Greenhoff. Darf ich vielleicht morgen und erst in der Mai frei ein Blümchen da runterkommen? Das war nicht geordnet. Nein, ich habe nur viele Frauen. Wir sind frei auf Trupp. Ja. Ja, wenn man so viel Vieh hat, muss man hier frei aufstehen. Das kann ich schon verstehen. Aber es sind noch viel. So frei, aber wenn man so viel Vieh hat, muss man hier frei aufstehen. Das kann ich verstehen. Und ich habe es mit der École de Danse zu tun, oder was? Mit der École de Danse? Gar nicht. Ich bin ja Veterina. Und ich stelle mich vor, ja, auf euer Stall und euer Vieh aufpassen und es weinen. Veterina, ja, das ist ein gutes Handwerk. Da hat er viel Erbe gehabt, aber bei denen ist vielleicht viel Geld. Oh, viel Geld, viel Geld. Ich bin noch nicht installiert. Aber wie ich mein Papa vor ein paar Jahren gesagt habe, dass ich Veterina bin, hat er gesagt, boah, da ist der Weg. Ochsen geht es immer mehr auf der Welt. Ja, aber von nicht von der Rätsel kommt. Von jedem oben mit Blümchen geschlafen. Aber, finalement, das geht ja mich gar nicht an. Wir können ja morgen was nach Wille geben. Aber, na sagen wir gerade, was mache ich hier? Wieso, was mache ich? Das sagt immer so mehr, du kannst morgen Forstewitsch. Wieso, Marie, was hat er jetzt das damit zu tun jetzt? Ja, gerade, wenn man von Marie jetzt hat schwätzen. Überhaupt, lass mal gut kommen. Mit dem habe ich noch ein Hähnchen zu Europa. Aber. Monsieur Greenhoff, ja. Ich will euch doch etwas sagen. Das Marili und ich. Was ist schon wieder mit Marili los? Wir kennen uns schon so lange. Ja. Ich war ja 7 Jahre fort von meinem Studium. Also, aber ja, wir haben uns jedes Jahr in den Ferien getroffen und immer angerufen und geschrieben. Und etwas will ich euch sagen. Ja. Wenn ich mal installiert bin und Geld verdiene, ja, hol mir eine Warnung in der Stadt und nachher oder man noch ja. Was sind das da für Märchen jetzt? Das ist ein Märchen. Das Marile, dem habe ich mit Silbermann von Imle versprochen. Hä? Ja, jetzt will ich nicht mehr hören. Der Mann hat eine gute Situation und jetzt halt wohl, jetzt passt das los, jetzt will ich nicht mehr hören. Imle? Ja? Ja, haben wir schon das Marile gefragt, was das von Imle denkt? Mir egal. Ja, euch ist vielleicht egal, aber ihr kennt vielleicht Marie Frauen. Das hat euch noch die Worte zu sagen, ne? Das ist ja schon vielleicht. Hey, wo geht ihr da hin? Da hätte ich da rausgekommen. Ich habe die Handy vergessen, ich kenne so. Papa, ich habe alles gehört. Marie, du kommst gerade gut. Ich muss da sagen, wo warst du die letzte Naht gewinnt? Ich muss das sagen, das ist eher schon das letzte Mal, wo du in den Teil kommst, wenn es dunkel ist. Merkt ihr das gut? Wie ist so jung war? Ja, Papa. Wenn du so jung warst, das weiß ich, das hast du mir schon 100 Mal gesehen. Das geht intelligent, da haben wir den Petrol am Snacken, das geht Auto gehen, am Abend sind die Wild von der Gartendiarrhele gekommen. Mensch, wenn wir noch im Mittelalter sind, und die ganze Magen verkuppelt sind, die sind in der Sinnerin. Papa, ich will jamais gern, ich werde jamais heiraten. Und der Emil Silbermann, der konnte mir ruhig gestohlen werden. Du heiratest den Emil, der sonst keiner. Der haben sie Papa eine gute Situation und der muss ich jetzt sagen. Jetzt kein Wort mehr, nicht mehr her. Schluss jetzt! Das wird mir wohl gesehen. Und sowieso ab jetzt der Streit. Okay, was ist denn da für Palaver? An mich du Picknick? Na, Oma, der Blitz ist hingeschlagen. Oh, ich esse nicht mehr, ich schaffe nicht mehr, ich atme nicht mehr, ich gar nicht mehr, ich gar nicht mehr. Oma, ich hab mich mehr erwischt. Komm, Oma, ich streike euch. Ja, Papa, der will mich vergeben. Oma, okay. Dieser Schwein. Ja? Ah, Mr. Silbermann, ihr wins. Ja, ganz genau. Was nahm ihr zu mir? Gehst du auf, gehst du Imle aufs Trainhof kommen?
Ah, der und wie meine ich fort in Bord in Wiegung. Unglaublich so etwas. Was? Am Morgen früh sind ja alles weg, zum Himmel in das Schlafzimmer kommen. Oh, das tue ich aber gar nicht leben. Ah, ich bin auch froh, dass der Himmel endlich ein Mann wird. Fällt mich auf, Mr. Silbermann. Bis gleich. Marilee, ja. Komm mal her. Und der Besan. Ja. Bist du, musst du nicht hier. Ich war auch noch mal jung gewesen. Und bin nachts nicht immer heimgekommen, richtig? Ich weiß so ganz genau, was du gut nachgemacht hast. Ah ja? Bist du sicher? Okay. Das Gesicht im Gesicht, ja. Wenn ich heimgekommen bin. Ja. Wie viel Naht habe ich da oben nicht zugemacht, wie du in der Blümchen abgekommen bist? Jetzt weißt du, was es ist, gell? Richtig für mich. Ha, siehst du, was die Oma gesagt hat? Richtig, was ich schon gesagt habe. Guck mal her. Marilee, weißt du was? Ich bin doch modern, nicht doch, mein Sieg mit Leben. Du modern? Du darfst dich heiraten mit dem Kerl, wo du die Naht verbratest. Bist du sicher, was du das? Das verspreche ich dir. Das schwörst du, Mann. Das schwör ich dir, Mann. In dem Fall die Naht. Ja, das ist ein ganz anständiger Kerl. Schwarz. Und mit dem wirst du sehr, sehr glücklich. Oh, Papa, da kriegst du einen Kuss. Und ich leuchte im Saal, dass du mit ihm einverstanden bist. Aber das hat ja nicht das das jetzt muss direkt dann auf so ein Blümchen gehen, alles was will. Komm ich nicht mit ihm. Oh, Ich denke schnell, dann nur von Blümchen erzählen, was wir vorhaben, gell? Wenn wir da zum Blümchen rufgehen und dem sagen, dass wir heiraten gehen, gell? Dann musst du aber dem den Ring, das Ring, den Ring bloß ringen, gell? Ja. Ich kriege da ja auch viel schöner. Ja. Mein Papa, der hat ja viel Geld, gell? Ja, Schweiner, wenn du ganz dicker Diamant. Viel Perlen drüber reden, gell? Ja. Okay. Und die Papa, der hat ja viel Geld, der ist schon morgen direkt da, gell? Ja. Du, Emily, mit der Plakate machen wir jetzt alle weg. Ja, die machst du weg. Ich schaue ja lieber dich für den Blech. Du gefällst mir besser. Die Papa, der hat ja viel Geld. Ja. Du musst mir aber noch so Kuch. Partikulier gehen, gell? So. Ja. Entre nous deux. Ja, ja. Da hat er ja so fein gewinnt, gell? Da hat er gut voll. Ja. Ich kämpfe da noch, ich lerne dich noch tanzen, aber ich lerne euch noch viel Honor-Dinge. Ja, gell? Ja. Du hast ja sowieso schon gut gelernt. Ja, ich ja. Das ist ziemlich gut. Komm, ja, geh schnell zum Blümchen, dann wird das dem passieren. Jetzt bin ich lerne euch schnell. Ja, ja. Bonjour, Monsieur Greenhoff. Bonjour, Monsieur. Das ist alles in Ordnung. Ich hätte ja nie geglaubt, dass mit Emle geht so schnell ein Mann gehen. Ja. Ich habe die überrascht, wie die heute Morgen mit eurem Mann aus diesem Zimmer rausgekommen sind. Ha, ihr habt doch ein nettes Mal. Ich hätte ja nie geglaubt, dass das so schnell geht. Ich bin sehr erbaut. Und der Emprunt, die Zinsen, die ist alles schon d'accord, liebe Sekretärin. Ihr könnt auf den Bock kommen, aber nee, ist nach Wunder. Bille. Und die Zinsen, die schenke ich ihm Emle und dem Übermeide, Marilee. Übermeide. Ah, ihr bin der Monsieur Silbermann. Und Emle ist Papa. Enchanté, Monsieur. Ja, aber ich meine, hier ist aber Marilee. Egal wie es ist. Ich hätte ja nie gemeint, dass meine Musik jetzt so schnell verleben. Aber ihr kommt mir mal doch ein bisschen komisch vor. Man geht ja gar nicht mehr, ihr könnt mich ja gar nicht mehr erinnern, was mir gesagt hat, was alles ausgemacht und alles erzählt hat. Ist der Arme? Ja, wenn ihr nicht das so könnt, wie Schwiegervater von meinem Bogen. Kann ich sagen, oh, wie fehlt der bis da oben? Und
Hab uns schon nie über Schnurrbart rasiert. Ich hab doch noch nie kein Schnurrbart gehabt, Mr. Silbermann. Oh, Mr. Silbermann, Mr. Silbermann. Sagen doch, Albers und mir. Ja. Da könnt ihr euch Blümchen so, wie sagen wir, wenn doch nicht von derselben Familie. Nein, ich bin doch nicht der Blümchen. Ich heiße doch Adria. Der Blümchen. Das ist ja mein Zwillingsbruder. Der verrückte Mann, aber der muss immer waren. Aber da komme ich nicht mehr mit. Entweder trägt der durch oder ich. Ich muss unbedingt mit dem die Frohe schwätzen. Kann ich bitte Madame Badrinhof vorgestellt ja, werden? Ja, bestimmt. Ketti, Ketti, komm mal schnell her. Ja, was ist? Du rollst nicht, wer da ist. Ah, bonjour, Monsieur. Oh. Ja, nicht so viel Faxe bitte. Das ist doch ein schwieriger Papa. Wenn Sie noch nicht Dina und nicht Mina. Hey, Dina. Ein Jani, Sie Papa, den kennst du. Nee, das ist doch der Mr. Silbermann. Immer Sie Papa. Ich und Albert, wir haben doch schon alles ausgemacht. Da platzen mir die Schuhe. Nee, wir haben alles ausgemacht. Ohne Marile, so Frauen. So hat man vor 200 Jahren gehandelt. Ich meine, du hast eine Schublade drinnen. Ja, ja, Madame. Das habe ich wohl schon gedacht. So, ja. Du, wenn du mit dem fertig wärst, ich gehe jetzt zum Blümchen. Den muss ich dehnen als Modell. Und Blümchen, du wärst doch nicht. Da muss ich doch bloß noch hier Freude oder was? Nee, es gibt ja nur ein Brustspiel. Ja, ja. Monsieur Greenhoff. Ich habe bewegt! Jetzt muss schon wieder noch du sexuell Verbrecher, du! Was hast du mit Emle gemacht? Hä? Was hast du mit dem gemacht? Die ganze Naht hat er verbrannt mit so lederlich Ding da! Na, Schatzi, ist ja nicht was ein Mensch! Nimm es, Schatzi! Nimm es, Schatzi! Das will ich nie mehr hören! Und jetzt passen auf, sonst schieß ich! Himmel, jetzt musst du da hin, du ganz nah, Totzer, verbrat mich so lila, dich Ding doch! Es wird gefährlich, bleib hinter mir! Ei, Mama, was machst du? Mama, sei doch vernünftig! Ja, Mama, wie schaust du denn hier? Gib mal doch das Singen doch! Ei, Mama, sei doch vernünftig! Ja, alles ruhig! Was ist passiert, Mann? Na, doch Schluss! Ist schon alles geregelt! Oh je! Ist das doch ein Tränen, Alter, der Putik doch! Dann kommt nicht mal eine Treppe runter vom Blümchen! Ich werde erinnern! Die Freunde, wenn sie trifft, die Sporie ist ein Blümchen. Ich habe mir nicht mit dem Heidel und danach verbrannt mit Imli. Trinki hat dem Imli einen Mann gemacht. Der Mann, das Trinki ist mit dem Heidel. Ich auch, die willst du alle gehen abschießen. Ich trage es mal mit euch. Jetzt geh ich mal gemütlich und kann nicht trinken in den Garten. Oh ja, nicht Kopf. Ja. Ich könnte hier schön heimgehen, gell? Ja, komm ich, Schatz. Ja, aber vergiss das Revolver nicht, Mr. Silbermann. Papa, hol den Revolver mit. Ja. Und wir, deswegen, guckt den Mittag zu der Agence, chez nous, même sans sous. Ein Appartement suchen an der Stadt. Na, die Donuts. Ich war schon noch etwas fertig bei dem Emily. Der ist schon nicht so dumm, der lehrt schnell. Ja, yeah. Aber Ende gut, alles gut. Was Ketty und Adrien? Der Barometer schon fällt, wird schon reingehen.
Also Blümchen mache ich mir gar keine Sorgen. Er sagt immer, in der Perdu, die ist doch getrunken. Der Pierre und ich, wenn wir gehen nach London, wenn wir zurückkommen, dann denken wir vielleicht, da heiraten. Und die Jungen, aber die können machen, was sie machen. Und wir bringen die Oma in den Kissen. Ja, den Blümchen, da ist das wunderschön. Ja, den Blümchen, da ist das wunderschön. Dort treffen sich die Pärchen und singen und tanzen auf Altin. Ja, bin Blümchen, da ist das wunderschön. Ja, bin Blümchen.